Was geht ab, Leute? Das ist eine neue Folge von WIP. Heute habe ich die Broke Boys dabei. Und ich glaube, ihr macht heute ein nices italienisches Penne-Rezept aus der Familie von Greenie, das Greenies Oma dir gegeben hat, weil Greenie nicht kochen kann. Also, wir haben ein paar Baustellen, die wir jetzt abarbeiten müssen. Einmal haben wir hier Knoblauch. Wir brauchen ganz viel Knoblauch. Das heißt, jemand muss den schälen und schneiden. Aber bevor das losgeht, sollte man doch... Ja, natürlich, Mann. Klar, Bro. Sonst macht die Sache auch gar keinen Spaß. Leute, sagt mir, ob ich es machen soll. Okay, ich bin... Oh, egal. Ja, sicher, lieber. Sicher. Okay, Prost erstmal, Freunde. Auf die Gesundheit. Jawohl. Auf die Gesundheit. Einmal Knoblauch. Am besten, du kannst den ganzen Block eigentlich schneiden. Und dann haben wir noch einmal Chili. Die gelbe nehmen wir nicht, weil das sieht nicht so schön aus. Wir nehmen diese drei. Drei? Das ist hart scharf. Ja, Bro, das ist hart scharf. Ich okay, weiß. Bro, das ist Arrabbiata. Das ist übrigens auf Italienisch die saure Pasta. Also sie ist sauer, sie ist mad. Die ist okay. Weißt du, was ich meine? Jetzt müssen wir auch so genau. Und während, das könntest du übernehmen, wenn du möchtest. Na, komm ran. Einfach klein choppen. Und währenddessen nehme ich hier diese nicen Dosentomaten. Und der Trick jetzt hier mit den Tomaten ist einmal, die packen wir erstmal in diese... Soll ich die Kerne rausnehmen oder machen wir mit Kern? Die machen wir mit Kern, Bro, sonst ist ja gar nicht scharf. Weißt du, was ich meine? Das sind lebensbeänderte Chilis, ja, aber okay. Ja, Bro, ist doch geil. Ist doch geil, kein Problem. Jetzt zermanche ich die Tomaten mit meiner Hand. Damit mache ich eine besondere Konsistenz. Oder beziehungsweise, dann müssen wir die Soße nicht so lange kochen, was ganz nice ist. Und ich kann diese Stängelanfänge hier vorne an der Tomate entfernen. Diese gelben Dinger. Die mag ich nämlich nicht so in der Soße. Weil man sagt ja auch den Blausäure. Genau, Blausäureanteil und so, das muss nicht sein. Das ist nicht so gut. Während ich jetzt hier noch mal kurz die Feinarbeit mache. So. Das hast du gechoppt, Killer, Bro. Dann kannst du das mal irgendwie transferieren in ein Gefäß. Wir brauchen Scheiben. Oh, sorry. Das ist sehr wichtig. Also der darf nämlich nicht zu schnell anbrennen. Aber wir lernen jeden Tag, jeder macht jeden Tag eine andere Pasta, das ist so crazy. Ist ein bisschen different, dieser Approach. Aber das sagt meine Mama auch immer. Das darf nicht anbrennen, sonst schmeckt die ganze Soße nach bitter. Sollte man nicht anbrennen lassen, ist nämlich nicht so lecker. Apropos, Jungs, was geht eigentlich bei euch ab gerade so? Was sind die Moves? Bro, die Moves. Weil ihr seid ja auch viel mit dem Trap or Die Ding immer unterwegs und so. Jetzt Corona war ja auch ein bisschen... Tough times. Tough times never last. Genau. Aber ihr habt euch bestimmt wieder zusammengedingst und vielleicht ein bisschen mehr auf Musik konzentriert. Kurz das Wasser über die Hände schütten, weil sonst habe ich hier so das nicht so nice. Alles klar. Ich danke dir, Bro. Also während Corona hat man natürlich viel mehr Musik, danke, viel mehr Musik gemacht. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat mit Leuten auch connected. Achso, ich danke dir, Bro, aber egal, nächste Mal. Dann, ich nehme mir mal hier so ein paar Tomaten, die sind natürlich schon abgewaschen. Das haben wir alles im Vorfeld gemacht, weil es hätte sonst zu lange gedauert. Theoretisch könnte man die jetzt mit kochendem Wasser übergießen, dann würde sich die Schale lösen. Ich denke mir aber, ist manchmal nice, wenn man so ein kleines Goodie drin hat in der Soße. Und dann hat man halt eine ganze, also nicht eine ganze, sondern eine halbe Tomate. Ist auch in Ordnung. Das Rezept, was ich eigentlich immer, was ich von Greenies Oma bekommen habe, das koche ich in der Regel ohne Speck. Aber mit Speck ist auch nice. Meinst du, Leute checken, was damit gemeint ist? Leute denken locker, meine Oma ist Afrikanerin. Mann, okay. Ach so, Greenies. Meine Oma ist Italienerin, genau, ich bin halb Italiener. Italiener. Das ist der ganze Joke. Okay, hast Leute. Du geschnitten? Nein, Mann. Besser ist. Nein, ich schneide mich lieber. Okay, jetzt kommt Olivenöl in die Pfanne, in die große Pfanne, in die kalte Pfanne. Das ist nicht Olivenöl. Das ist fucking Balsamico-hässig, Dicker. Alles klar, gut, okay, ja, ich bring es nochmal kurz abspülen. Bro, ich dachte mir, jetzt, wenn ich koche, keine Faxen. Am Ende fokussiere ich mich zu doll auf die Flasche auf meinem Kopf und dann leidet das Gericht runter. Wie kam's aber zu dieser Shinobi? Bro, ich sag dir ehrlich, einfach Langeweile und irgendwann ist es zu einer Sucht geworden. Ja, Digga, ich merke es. Ich meine, es hat ja auch krassen Feedback. Also es gab viele Leute, haben das ja auch adaptiert und so, Digga. Wow. Aber bis jetzt habe ich noch niemanden gesehen, der den Doppelflaschen-Move getoppt hat, Digga. Das ist krass. Das war geisteskrank. Okay, Olivenöl in die Pfanne, in die kalte Pfanne, ist wichtig. Sehr wichtig. Brauchen wir noch ein bisschen wichtig. Was? Ja, Bro, natürlich. Wir wollen den Badem doch richtig kauen, genau, oder? Genau, super. Bleib stopp. Ja, ist okay. Killer, Bro. Oder vielleicht auch. Wir können immer noch ein bisschen was dazu gießen. Okay, Bro, das ist schon mal sehr gut. Das war aber auch sehr stabil. Und jetzt machen wir Basilikum. Oha, was? Bro, das ist heftig. Wer hätte das gedacht? Nee, wirklich, jetzt krass. Nee, wirklich. Ist krass. Den nimmt man aber wieder dann raus. Das alles in die kalte Pfanne. Ob man es glaubt oder nicht. Don't play yourself. Da hat Greenies Oma auf jeden Fall einen rausgehauen, Alter. Und der Trick an der Sache ist jetzt,
das gleichzeitig alles zu erhitzen. Und dann wird dieses Öl, ach, alles gut. Dann wird das Öl infused mit dem, mit diesen drei Geschmäckern. In der Zeit könnte man theoretisch sich schon mal nicht wecken. Safe. Den mal in der anderen Pfanne, wa? Genau, den machen wir in der anderen Pfanne. Einfach optional so. Weißt du, was ich meine? Kann man sich dann noch so mit rüber machen. Diese Pfanne helal bleibt. Diese Pfanne, genau. Badam, Pfanne, genau, schlau. Genau, mache ich warm. Okay, Käse brauchen wir natürlich noch. Jetzt bereiten wir eigentlich nur noch Reiben. Reiben, perfekt. Den haben wir uns doch von deiner Oma noch zuschicken lassen, extra für die Folge. Bro, man, ja, man lernt einfach dazu. Das sind die Life-Lessons. Ich bin immer gefragt, wie ich das mache, oder? Weißt du, was ich meine? So, diese Pfanne wird jetzt langsam warm, hoffentlich. Genau. Ja, Freestyle. Digga, ich glaube, es gibt sogar noch eine bessere Ecke, Digga. Guck mal, kannst sogar die noch nehmen. Ich weiß doch, Mann, die ist schon voll Dings. Greeny hat von ASMR erfahren und saß im Studio und sagt: Yo, Alex, kennst du eigentlich Asmr? Ich weiß, kennst du diese Asmr? Voll komisch, dann essen Leute immer Sachen, diese Asmr machen. Guck mal, jetzt hier, kurzen Progress-Update. Langsam zischt das hier schon, das ist schon nice. Und wir braten das jetzt, oder nicht mal braten, aber wir erhitzen das, so wir lange. Wir erhitzen das jetzt einfach mal weg. Wir erhitzen das so lange, bis der Knoblauch sich ein bisschen Farbe kriegt. Ne? Bis die Pfanne durch ist. Ja, geil. Nee, jetzt sehe ich auch, da bubbelt auf jeden Fall was. Genau. Und sobald der Basilikum blöd aussieht, wir machen mal noch einen rein, komm. Warum nicht? Ist doch lecker. Guck mal, das riecht auch schon, wenn man riecht. Leute, ihr riecht das natürlich nicht, aber wir, das riecht schon bombastisch. Boah, das riecht. Und Italienflagge am Start. Mann, Tricolore. Verstehst du? Wow, nein! Dicker, ich liebe diesen Geruch so krass. Kennt ihr die? Du wohnst gar nicht so weit davon entfernt, Dicker. Und zwar ist das Berserienplatz. Boah, das heißt, wir haben schon mal davon Pomodorino. Geredet. Shoutout. Ja, die ist nice. Digga, die ist so krass. Die haben auch als einzigen Estertee. Ich mach den Speck ohne irgendein Öl rein, weil da ist genug Fett dran. Ohne Heckmeck. Ohne Heckmeck. Und es brutzelt. Number. Und da kommt jetzt auch der ganze Salz mit dem. Genau, Leute. Genau. In die Soße kommt kein Salz. In Tomatensoße mache ich eigentlich nie Salz. Der salzige Anteil in diesem Gericht ist immer entweder die Nudel, der Käse und Fleisch, wenn man halt Fleisch dazu macht. Muss man nicht, aber genau. Das ist jetzt ein bisschen schade, ne? Leute werden sich jetzt bestimmt fragen, warum, aber das schmeckt sonst nicht mehr. Also das war eigentlich jetzt nur dazu da, um das Öl mit dem Flavor zu infusen, genau. Und jetzt hau ich noch mal. Nee, erstmal die hier. Erstmal diese kleinen. Oh, huch, oh, Mann, wow, risky shit, Bro. Käse durch. Und natürlich sind wir professional. Shoutout. Natürlich sind wir professional, wir nehmen die stumpfe Seite. Ja, ist wirklich, heute hat sich schon wieder jemand darüber beschwert in den Kommentaren. Geil, die Schärfe ist richtig. Das ist richtig on point, Leute. Das Öl ist richtig schön scharf, knoblauchig. Hat diesen bisschen Dings-Touch hier, Basilikum nennt man das. Spitze. Jetzt mache ich die Dosentomaten hier rein. Leute. Spitze. It smell very good. Smell very good. Und dazu machen wir noch einen kleinen Schuss Rotwein. Macht man eigentlich nicht, mache ich aber, weil der Alkoholanteil in diesem Wein 13% hilft, die Säure der Tomaten entgegenzuwirken, der Dosentomaten. Alternativ kann man dafür auch Karotten nehmen. Kann Karotten nehmen, aber in dem Gericht nicht. Zwiebeln könnte man auch theoretisch nehmen. Ich nehme aber ein bisschen Rotwein, weil wir haben hier so einen schönen da. Und ich mache einfach nur einen ganz kleinen Schluck ran. Achso, wir haben gar keine Zwiebeln reingemacht, ne? Nee, wir machen auch keine Zwiebeln rein. Heute nicht, Bro, heute nicht. Heute machen wir ein bisschen Rotwein ran. Und dann lassen wir das einfach mal ein bisschen, ja. Heiß werden, sage ich mal. Nice. Ja, Mann. Respekt, Mann. Du, Greeny, ich habe mich schon immer gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass so ein kleines Land wie Italien die ganze Welt versorgt mit Geschmack? Mit Geschmack, ja. Ich kann es dir sagen, ist einfach das beste Essen. Nee, okay, aber. Okay, habe ich dir die halbe Story gerade vorweggenommen. Italia. Die Nudeln, Bro, die haben wir natürlich jetzt im Off schon ein bisschen präpariert. Habt ihr die wirklich im Off präpariert? Alles klar. Die sind jetzt gleich fertig, deswegen Timer 8 Minuten. Kann Alex nicht trauen. Deswegen Timer 8 Minuten, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich denke. Jetzt langsam verbinde ich die Dots. We don't want no soft shit. Genau. Oh, sorry. Hard Noodles, nigga. Genau. Was man auch machen kann, theoretisch,
wenn man, was man auch machen kann, was ich gerne mache, ist aber eine kleine Schweinerei. Man macht ein bisschen. Oh, du Versauter, Alter. Man macht ein bisschen Käse in die Soße. Aber auch so, und das reicht dann auch. Ich nee, gehe mal das auf Covid-Abstand, Alter, wenn du bei den Sounds. So. Und dieses ist stabil, Leute, ich sag euch. Dann wird die Soße auch ein bisschen dicker und Mann, mit Käse kann man eigentlich nie was falsch machen. Ah, Bro, so. Nennt mir mal eine Sache, die nicht schmeckt mit Käse. Ey, fällt mir jetzt nicht in den Rücken. Du kannst das laufen, Alter. Alex macht dir die Sachen. Und das gleiche Setup benutze ich auch immer zum Crack-Whippen, weißt du? Ja, das mache ich, also ja. Als auch Familienrezept. Bisschen Parmesan rein. Okay, Süßen, wir haben hier die Nudeln. Könnt ihr bitte mal diese Pfanne nehmen? Dann machen wir einen Switch-Out. So, voilà. Rein damit, oder? Rein damit, aber wir wollen immer die Ratio beibehalten. Ne? Dann behalt mal alles bei, mein Freund. Warte. wie machen wir das? So. Ah, du Dicker, du bist am Spot gerade, am heißesten. Ist doch alles cool, Mann. Der Junge weiß, wie es läuft. Der Junge weiß, wie man mit Feuer umgeht. Ja, komm. Warum nicht? Wir halten saucy, wir machen alles rein, Bro. Heftig. Geil, Leute, Mann, bombastisch. Optional noch schwarze Oliven dazu, für wen es mag, für wen es nicht mag. Komm, jetzt machen wir hier aber auf ganz undercover, damit man das nicht sieht, ne? Das ist dann so das Goodie. Und hier den Speck rauf. Bisschen mehr noch, auf Seite. Natürlich auf Seite. Aber dann ist nicht mehr undercover. Und jetzt hauen wir da ordentlich Käse drauf, Bro, so hier aber. So. Diese, stabil, Bro. Und Mann, bombastisch. Mach ein Blatt von dieser Basilikum. Ja, ja, oh. Mach du. Komm ran, Dicker. Ja, Mann. Meine Oma kann einpacken. Okay. Alex ist jetzt deine Oma. Nein, Mann. Okay, ey, Leute, greif zu. Komm, let's go, Alter. Let's go, Bro. Let's go. Uff. Boah, Dickerchen. Aber Gott, bevor wir hier richtig reinnatzen, ich sag mal, Leute, viel Spaß beim Nachkochen. Ja, Mann. Ja, Mann. Haltet ja, das Gericht von Greenies Oma in Ehre. Oh, Digga. So muss sein, Alter. Danke, dass du da warst. Und du hast recht, Digga. Das Salz kommt durch die anderen Sachen. Vollkommen richtig. So muss sein. So muss sein, meine Freunde. Das geht auch nicht so aufs Herz, wenn ihr fett seid und alt. Dann solltet ihr vielleicht besser auf Alex-Variante umschwitzen. So, und jetzt sind wir mal barbarisch und machen den Rest hier rein einfach. Haha! Alex Dashing, ich bedanke mich bei euch, die Broke Boys, heute hier bei Whip in der Kitchen gewesen. Yes, sir. Es war mir ein Fest. Leute, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.